Der plötzliche Tod von Christine Kaufmann hinterlässt ihre Fans und vor allem ihre Familie in großer Trauer. Kurz bevor die Schauspielerin verstorben war, schrieb sie noch ihr letztes Buch, Liebesgeschichten. Bei der Buchpräsentation im Münchner Literaturhaus heißt es für Tochter Allegra und Enkelin Dido nochmals Abschied nehmen. Ein Abend, der emotionaler nicht sein könnte. Zwischen liebevollen Worten und Erinnerungen fließen jede Menge Tränen. Besonders die Rede von Enkelin Dido rührt zutiefst. Die Dido hat das heute so mit so viel Würde, mit so viel Klarheit, mit so viel Liebe, weil sie hat meine Mutter hat sie so geliebt und sie hat meine Mutter so geliebt. Und sie war einfach, das war nur ehrlich. Das war pure Liebe und deswegen musste man weinen, weil sie hat das einfach, sie hat vom Herz gesprochen und so soll es auch sein. Das hat meine Mutter auch verdient. Ein Schicksalsschlag, der die Familie noch enger zusammenschweißt. Ein dunkelhaariger Mann nimmt immer wieder die Hand der trauernden Allegra, tröstet sie, wann immer sie die Tränen übermannen. Doch wer ist der Unbekannte? Bunte.de verriet er, dass er der Lebensgefährte ist. Mehr wollte er aber nicht verraten. Bestimmt ist er eine der Stützen von Allegra Curtis in dieser schweren Zeit gewesen. Unter den 150 Gästen ist auch Patrick Lindner. Für den Sänger war Christine Kaufmann schon immer eine besondere Frau. Aus dieser Begebenheit heute Abend hat man schon gemerkt, dass sie einfach ein absoluter Familienmensch war. Sie war da sehr, sehr bodenständig. Und das war, glaube ich, auch das, was man ja auch im Buch lesen kann, was sie eigentlich wieder aus diesem goldenen Käfig eher herausgeführt hat. Wo sie dann gesagt hat, nee, ich kann jetzt nicht mehr hier in diesem Schloss leben. Ich muss wieder da raus, ich muss irgendwie den Boden spüren. Ja? Und das hat sie ausgemacht bis zum Schluss eigentlich. Ne? Und unsere Begegnungen, kann ich nur sagen, waren immer ja, einzigartig. Ein tränenreicher Abschied und eine wundervolle Hommage an eine Frau, die wohl so schnell niemand vergisst.